Hi Rudi, da bist du ja wieder. Ja, wo soll ich denn auch sonst sein? Na Rudi, bist du abgetaucht? Ja, wie unser Kanzler, bis auf 10.000 Meter Höhe. Mit dem? Alles wieder gut da. Jetzt hör dir das mal alles an. Wieder gut, zumindest in Brandenburg. Bei der Bundes-SPD sicherlich nicht. Der Kanzler war ja vorsichtshalber auch schon mal abgetaucht, war nicht bei dieser... Man mit dem kann Learjet, ja. Jetzt mal auch für ihn in Brandenburg zugegen. Er lebt ja in Potsdam. Das ist unglaublich. Ist aber zu den Vereinten der Nationen. Der Frank Capellari erzählt so diese Hauptstadtstudio DLF. Der Geschichte kann. Also ich finde das schon ganz schön starker Tobak. Ja. Das ist eigentlich nicht mehr zu tolerieren. Naja, die Ampel, ich wollte das Wort ja nicht mehr in den Mund nehmen, also die derzeitige Bundesregierung wird sturmreif geschossen von allen, die irgendwie in der Lage sind, irgendwie zu schießen und wenn es auch Platzpatronen sind. Das ist eine Platzpatrone, der Frau Kapellan, aber eine ganz dicke. Naja, vielleicht sollten wir doch unser Projekt, wir schreiben mal alle Rundfunkräte an, was die von ihrer Verantwortung halten. Das heißt natürlich nicht, dass man die Verträge auflöst mit solchen Journalisten, also solchen Leuten, die sich Journalisten nennen. Aber dass man mal vielleicht Richtung Intendanzen mal deutlich macht, was Information bedeutet und was Meinungsmache bedeutet. Entweder er kriegt einen Bericht über das, was jetzt passiert ist in der Wahl, dann hat er zu berichten. Oder er kriegt einen Kommentar, dann kann er seine Meinung kundtun. Aber diese Vermischung, die ist sowas von ekelhaft geworden. Und diese Trennung Ja, von ja. Meldung und Kommentar findest du so gut wie nirgendwo mehr. Ja. Also dazu lass uns vielleicht noch einen kurzen eigenen Part machen. Also nicht heute Morgen, sondern irgendwie nochmal Nein. extra ein bisschen darstellen, weil das fing schon mit den sogenannten Nachrichten beim Deutschlandfunk an. Da gab es einen ähnlichen Vorfall, würde ich jetzt mal Ja, sagen. Das öfters. brauchen wir nicht im Öffentlich-Rechtlichen. Also da erwarte ich mir wirklich mehr Qualität als das Nachplappern von irgendwelchen Döpfner-Journalisten-Stories. Irgendwie das Verbreiten von Geschichten, die Döpfner für gut hält, brauchen wir nicht. Ne? Ja, ich Dann würde werden ja mir alle möglichen Säue durchs Dorf getrieben. Kubicki macht den Genscher. Der Kubicki will wohl raus aus der Regierung. Die FDP ist ja überall satt in den Regierungen vertreten. In Brandenburg sind sie nicht mal mehr messbar. Das scheint mir eine vernünftige Strategie. Dann sind wir sie endlich los, oder? Naja, wir kommen an das Ende des Jahres. Kubicki hat weiße Haare und einen weißen Bart. Er kommt dann als Weihnachtsmann und präsentiert uns eine. Das würde zu ihm passen. Ich glaube schon, ja. Ja, da müsste noch eine Coca-Cola-Mütze aufziehen und dann passt das wirklich. Aber ja, wenn die Ja. FDP rausgeht, dann gibt es keine Mehrheiten mehr. Es gibt keine im Bund in Berlin. Und es gibt auch keine Neuwahlen, weil es keine Mehrheit gegen den Kanzler gibt. Konstruktives Misstrauensvotum wird scheitern. Also den Genscher macht er ja eigentlich dann doch nicht. Naja, also das Drohpotenzial, was er da vermutet, scheint mir auch nicht vorhanden zu sein, weil es steht eigentlich fest, die FDP wird künftig im Bundestag nicht mehr vertreten sein. Wieder Und mal nicht, ja. ja, das schadet doch nicht für die Zeit ohne Nach FDP. dem Gestreite, mit der Union, man erinnert sich an Schwarz-Gelb irgendwann kurz nach Schröder-Zeit, da waren sie auch schon mal draußen, weil sie gestritten haben und sie waren die Streithähne. Diesmal haben sie wieder 3 Jahre lang gestritten und der Effekt ist, der Bundesbürger will diese Art Streit nicht. Genau, Ja? ja. Man kann es Stattdessen fliegt Scholz hin nach in die New Washington, York. nach New York, um zu verkünden, was er mit Namibia in jahrelanger Kleinarbeit erreicht hat. Nämlich, Das dass die war. Weltgemeinschaft für eine Reform ist der UN. Ja, wir sind zwar am Anfang, okay, da ist noch kein Durchbruch, aber. Also das war eine Frechheit im DLF heute Morgen. Scholz ist wirklich auf der UN-Vollversammlung, spricht heute auch noch mit Zelensky über die Situation in Europa. Und da sagt doch so eine Pappnase wie dieser Kapellan, Scholz wäre abgetaucht. Ich glaube, der Kapellan ist abgetaucht. Aber
Naja gut, es gibt ja noch so andere Vollversager. Der Friedrich Merz wird heute zum Kanzlerkandidaten gekürt. Ne? Der Er wird darf heute zum. Kanzlerkandidaten machen. Ja, der macht Kanzlerkandidat, der gute Friedrich. Ich glaube, auch das wird sich als Fehlentscheidung für die CDU/CSU herausstellen. Aber Glück auf, Friedrich, sage ich mal. Er muss ja nur noch einmal irgendwo bei Hochwasser oder sonstigen in die Kameras lächeln, während andere Betroffenheitsreden zurechthalten. Das kriegt er auch noch hin. Den Laschet kriegt er auch noch hin. Ja, naja, er wird sich jetzt, wenn er einigermaßen drauf ist, wahrscheinlich auf den Habeck setzen und sagen, die Abwrackprämie ist eine gute Idee. Ich bin da vollkommen anderer Meinung, denn was soll denn eine Abwrackprämie? Das ist mehr eine Abfangprämie für die ja, Manager, die alles verpennt haben in den letzten 20 Jahren. Die sollen noch auf ihrem Job weiterbleiben, die sollen weiter nicht agieren, weiter aussitzen, da hilft Aber keine es wird nichts Abmachung. nützen. Es wird ja nichts nützen. Michael, die Abwrackprämie, also für alte Verbrenner, die landet ja erstmal bei dem Bundesbürger. So, der Bundesbürger soll einen kleinen VW kaufen, einen kleinen EVW. Oder heißen die I oder wie heißen sie? Ist mir auch Keine scheißegal. Ahnung, also Die was VW da. existieren doch aber noch gar nicht. Was Genau. existiert, ist eine Überproduktion. Im Land da mit den, ja, was früher mal rot war. Da Ja. kriegen dann ein Ja. paar Millionen Chinesen ihren BYD oder Cupra E-Auto mal Ja. 3 bis 5 Monate später und der europäische Markt wird mit diesen Autos geflutet und zwar so richtig billig unter 10.000 Euro. Wer Ja. wird Wir davon bezahlen profitieren? das dann mit der Abwrackprämie. Also es ist so ein Schwachsinn. Industriepolitik geht wirklich anders. Da braucht man einen langen Atem. Da braucht man keine Schuldenbremse, sondern da muss man planen. Und wer das als Planwirtschaft diskreditiert, dem kann ich nur sagen, das ist wirklich ein fossiler Wirtschaftsanarchist. Ja? Also das regelt der Markt gar nichts mehr. Das ist. Das ist, man findet schon keine Worte mehr. Also am liebsten möchte ich aufhören und sagen, lass gut sein für heute. Haben wir noch irgendwie sonst ein Thema? Da hatten wir noch Nee, drauf. nee, nee, so ist Nee, es nicht. wirklich nicht. Keins. Naja, wir könnten, aber wir wollen ja nicht, Rudi. Ja. Morgen früh müssen wir wieder raus, ne? Wie immer. Nicht vergessen, Oh uns Mann, zu oh Mann, oh Mann. abonnieren. Jedes Abo ist für uns wirklich was wert, wenn ihr uns zuhört, wenn ihr mitmacht, wenn ihr uns Grude oder sonst wie findet. Schreibt es uns in die Kommentare. Bis Ja, morgen. und dann auch bis morgen, ne?